OpenOffice 24. Unter diesem Titel gab es eine Ausbildungsmesse im neuen Verwaltungsgebäude des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Hier präsentierten sich Behörden, Kommunen, Zoll, Finanzamt, Bad Wildung, Edertal, Frankenberg, Korbach, aber auch die Polizei oder das Amt für Bodenmanagement und warben um Auszubildende und Mitarbeiter. Ja, guten Tag, Frau Schäfer vom Hessischen Finanzamt hier, Waldeck-Frankenberg. Genau. Auch hier Open Office vertreten. Und auch das Finanzamt braucht immer gute Leute. Ja, das stimmt. Auszubildende, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und Sie stellen dieses Jahr viele Auszubildende ein? Genau, richtig. Also für dieses Jahr stellen wir 26 Anwärterinnen und Anwärter ein. Das sind 10 für die Ausbildung und 16 für das duale Studium bei uns im Haus. Anwärter und Anwärterinnen heißt, sie gehen in den Beamtendienst? Genau, richtig. Also bei uns wäre man ab dem 1.8. direkt verbeamtet. Das nennt man dann den Beamtenstatus auf Widerruf. Und ab 27 dann? Auf Lebenszeit? Nee, bei uns ist das nicht an das Alter geknüpft, sondern man, zum Beispiel das duale Studium geht 3 Jahre bei uns, dann wäre man 3 Jahre verbeamtet auf Widerruf. Wenn man das Studium erfolgreich abgeschlossen hat, wäre man dann nochmal 3 Jahre sozusagen in der Probezeit, also verbeamtet auf Probe. Und wenn man die Probezeit dann erfolgreich abschließt, wäre man dann verbeamtet auf Lebenszeit. Danach ist die Tätigkeit beim Finanzamt doch relativ vielfältig. Ne? Meine, angefangen von ganz normalen Bearbeiten der Bürger, der Einkommensteuererklärung, aber bis hin zur Betriebsprüfung, zur Steuerverhandlung, ein ganz großer Brocken, alles das ist die Möglichkeit und es gibt auch gute Aufstiegschancen. Ja, genau. Bei uns kann man eigentlich relativ vielfältig arbeiten. Also man kann Steuererklärung prüfen, Einsprüche bearbeiten, Betriebe prüfen, also in die Steuerfahndung gehen. Man kann aber auch eher in die personelle Richtung gehen. Zum Beispiel, ich bin Ausbildungssachbearbeiterin bei uns im Haus. Ich kümmere mich sozusagen um die Anwärter bei uns im Haus und habe mit dem Steuerrecht gar nicht mehr so viel zu tun, wie jetzt andere bei uns im Haus. Der Bürgerkontakt hat mit der Einführung von Elster ja doch etwas nachgelassen, weil vieles läuft heute beim Finanzamt elektronisch ab. Genau, also wir versuchen eigentlich unsere Verwaltung komplett digital zu gestalten. Natürlich geht das noch nicht so zu 100%. Das dauert noch ein paar Jahre, aber wir versuchen so wenig Papier wie möglich zu häufen. Einsatzorte wären Frankenberg und Korbach. Genau, also wir haben ja 2 Verwaltungsstellen, einmal in Korbach sowie in Frankenberg. Und je nachdem, wo der Anwärter oder die Anwärterin wohnt, wird die Person dann auch eingestellt. Vielen Dank. Gerne. Ja, Frau Hütter, Sie sind im ersten Ausbildungsjahr Verwaltungsfachangestellte bei der Philipp-Söldern-Stadt Frankenberg. Genau. Warum geht man zur Verwaltung? Weil es sehr abwechslungsreich ist. Also man bekommt von Anfang an einen Einblick in die Verwaltung und schnuppert so gesehen in jeden Fachbereich rein und lernt dann seine Stärken kennen. Ja. Die Ausbildung in einer kommunalen Verwaltung ist ja relativ vielfältig, weil man fast alle Abteilungen mal durchläuft als Verwaltungsfachangestellte. Ja. Ne? Wo sind Sie zurzeit? Mit Kindergarten. Okay. Das geht aber dann hin, Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt, also alle Abteilungen mit allen Problemen, die Sie mal machen. Wenn Sie die Ausbildung abgeschlossen haben, steht Ihnen ja die Möglichkeit dann eventuell eines dualen Studiums offen, ne? Genau. Mit mittlerer Reife und abgeschlossener Ausbildung hat man ja Fachabitur. Ja, oder man hat halt schon vorher Fachabitur gemacht, dann hat man ja das schon vorher. Und das bietet die Stadt Frankenberg auch an, duales Studium? Genau. Mit der Hochschule in Wetzlar. Ja. Das war's schon. Ja, Auszubildender bei der Stadt Korbach. Genau, also im ersten Lehrjahr als Verwaltungsfachangestellter. Ja. Wie die Kollegin in Frankenberg, also angefangen, man durchläuft alle Bereiche. Ja, das ist richtig. Also wir haben viele verschiedene Fachbereiche, die jetzt sehr viele verschiedene Tätigkeiten abdecken. Und da schnuppert man überall mal rein, um zu sehen, was halt einem am liebsten liegt. Die Chancen mit der abgeschlossenen Ausbildung und mittlerer Reife oder Fachabitur dann
bei der Stadt Korbach auch ein duales Studium noch hinten dran zu hängen sind, genau. Gegeben? Ja, also duales Studium, man kann Fachwirt hinten dran hängen. Das ist dann so ähnlich wie das duale Studium. Halt, man verdient halt ein komplett Gehalt. Also man macht das ganz normal neben der Arbeit. Und halt, wenn man halt nicht beides machen möchte, also kein duales Studium oder kein Fachwirt, dann kann man ganz normal weiterarbeiten in einer sicheren. Öffentliche Verwaltung ist ja immer ein relativ sicherer Arbeitsplatz. Ne? Ja, das ist richtig. Also egal, ob finanziell oder generell jobtechnisch sehr, sehr sicher. Also würden Sie die Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter empfehlen? Ja, also alleine dadurch, dass man halt sehr viele Bereiche durchläuft, hat man immer was Neues zu sehen. Also kein Tag ist halt wie der andere. Und es macht halt auch sehr viel Spaß, weil man hat auch ein Team, das halt auch immer für einen da ist, falls man Probleme hat, falls mal irgendwas nicht so läuft, wo man immer die Leute ansprechen halt kann. In einem Mittelzentrum wie Korbach ist man noch relativ bürgernah, im Gegensatz zu Frankfurt, Offenbach oder Marburg-Gießen. Ja, also bei uns auch oft so, dass man schon die Bürger kennt, die halt mal öfters vorbeikommen. Und halt, also man kennt sich halt, ist halt wie auf dem Dorf. Aber der Kontakt mit dem Bürger ist auch wichtig und macht Spaß. Ja, natürlich. Das ist unser Hauptbestandteil der Arbeit, dass man halt für die Bürger alles tut und je nach dem, wie deren individueller Fall ist, halt auch denen zu helfen. Sommer. Ja. Okay, Dalila Kajewitsch und ich mache eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. In Bad Bildung? Genau. Und warum? Oh, tatsächlich, weil ich es sehr abwechslungsreich finde und weil ich finde, dass es eine Mischung ist zwischen Verwaltung und zwischen auch dem direkten Kontakt mit Bürgern, weil ich auch sehr gerne mit Menschen arbeite. Jetzt ist Bad Bildung eine Badestadt, das heißt, oder eine Kurstadt. Mhm. Da ist in der Verwaltung noch ein bisschen mehr. Ja, Angebote als in einer normalen Verwaltung. Ja, natürlich. Wir haben Staatsbad, wir haben auch Sachbearbeiter, die natürlich mit den Kurtaxen und allem arbeiten, mit der Kurbettsteuer und allem drum und dran. Ja, genau, da gibt es natürlich immer extra Fachrichtungen, genau. Da gehen wir aber auch durch als Auszubildende. Ja. Wie viel der Ausbildungsjahr? Ich bin im ersten noch. Okay. Und die Möglichkeiten später mit Realschule und abgeschlossener Ausbildung, duales Studium? Ja, also entweder kann man natürlich als Sachbearbeiter in einem von den verschiedenen Ämtern bleiben und sich da weiterentwickeln. Es gibt immer irgendwelche Fortbildungsmöglichkeiten. Ansonsten Studium oder auch zum Fachwirt, das geht natürlich auch. Wie viel Auszubildende hat die Stadt Bad Bildung aktuell? Zwei pro Jahr für Verwaltungsfachangestellte, genau, wir haben noch andere. Ich bin Kevin Kistner, bin in der Ausbildung als Fachkraft für Abwassertechnik im zweiten Lehrjahr und bin in der Gemeinde Edertal. Ja. Was sind denn da die Aufgaben als Abwassertechniker? Als Abwassertechniker haben wir verschiedene Aufgaben. Eine von denen wäre Instandhaltung von Kanal- und Rohrsystemen, Pumpensystemen, natürlich aber auch Analyse ist ein großer Teil. Und Pflege ist halt auch sehr wichtig. Kläranlagentechnik, gehört das dazu? Ja, auf jeden Fall. Also Pumpen, Anlagentechnik, Belebungsverfahren, verschiedene mechanische Reinigungen, eigentlich das Ganze dabei. Wie sind denn die Voraussetzungen also für den Beruf? Voraussetzungen für den Beruf sind mindestens einen guten Hauptschulabschluss, den würde ich auch empfehlen wegen den schulischen Ansprüchen und eigentlich auch mit Realschulabschluss auch möglich. Wie kommen da, inzwischen wird auch im Abwasserbereich immer mehr digitalisiert, das heißt auch ein paar Rechnerkenntnisse sind vom Vorteil? Ja, auf jeden Fall. Wir arbeiten viel mit Excel-Tabellen und Betriebstagebüchern, die sind alle aber online im eigenen System. Nur damit dann sich auseinanderzusetzen, sollte man dann schon tun, damit man auch bestens mit der Technik umgehen kann. Ne? Nach der Ausbildung? Habe ich noch verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel den Techniker oder den Meister. Ich kann aber natürlich auch noch nach dem Meister noch studieren gehen als Siedlungsentwässerungsingenieur, der dann die ganze Sache plant. Das heißt, der Karriereweg, den kann man selbst gestalten an der Stelle. Genau, ja. Sehr flexibel und viele Möglichkeiten. Was verdient denn ein Abwassertechniker in der Ausbildung? Also in der Ausbildung haben wir einen ziemlich guten Ausbildungsgehalt mit, bei mir war es am Anfang 1000 Euro, dann gestaffelt höher für jedes Ausbildungsjahr ca. 100 Euro mehr, würde ich pauschal jetzt mal sagen. Aber das liegt natürlich auch an den Kommunen und in welchem Tarifvertrag man ist oder ob man auch privat angestellt ist. Ja, der deutsche Zoll. Ja. Frau Kunz, Sie sind Auszubildende beim Zoll? Ja. Wie läuft so eine Ausbildung beim Zoll?
Also ich mache das duale Studium. Das geht 3 Jahre. Das wurde jetzt seit Anfang dieses Jahres, seit dem 1. März auf den Bachelorstudiengang umgestellt. Vorher war das ein Diplomstudiengang, jetzt wie gesagt der Bachelorstudiengang. Eingestellt wird immer zum 1. März und zum 1. September. Und genau, man hat erstmal ein Jahr, in dem man an der Hochschule ist, erstmal studiert. Dann ist man ein Jahr in der Praxis. Die Hochschule ist in Münster. Genau, dann ein Jahr in der Praxis, wo man an seinem Hauptzollamt eingesetzt wird, an verschiedenen Bereichen, die ganzen Sachgebiete einmal durchläuft. Genau. Dann ist man nochmal 6 Monate, wo man nochmal Studienzeit hat und nochmal Praxiszeit. Dann nochmal in den letzten 6 Monaten und dann schreibt man auch seine Bachelorarbeit und noch Abschlussprüfungen. Genau. So. Jetzt ist Zoll ja ziemlich vielfältig. Ja. Einmal, Sie haben eben schon mal gesagt, die Hauptzollämter, ja. Wie viele haben wir hier in Hessen? In Hessen, ne? Ich glaube 3 müssten das sein. Es müsste Gießen, Darmstadt, Frankfurt sein. Dann sind natürlich eine originäre Aufgabe des Zolls sind die Grenzkontrollen, sprich die Einfuhren. Ja, genau. Aber man kann auch zum Beispiel zur See fahren, wenn man das möchte beim Zoll. Wenn man das möchte, vor allem oben, wenn man da halt im Nordsee-Ostsee-Gebiet ist, ist das natürlich, bietet sich an. Definitiv. Weil der Küstenschutz wird auch zum Teil vom Zoll mit abgewickelt. Ja, genau. Da hat der Zoll auch einen großen Aufgabenbereich. Ja. Definitiv. Man muss dann aber auch ziemlich flexibel sein. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich sag mal, auf Schreife fährt, ist ja inzwischen das ganze Bundesgebiet, jeder Parkplatz, ein möglicher Zollkontrollpunkt. Definitiv. Also man hat natürlich, wenn man jetzt wie bei uns vom Hauptzollamt Gießen ist, hat man natürlich sein Einsatzgebiet in Gießen. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass man prinzipiell bundesweit eingesetzt werden kann. Man ist Bundesbeamter, das ist logisch. Aber prinzipiell ist halt natürlich erstmal das Einsatzgebiet von Gießen das Hauptgebiet. Ja, aber von den Aufgaben her, Schwarzarbeitkontrolle, Schwarzgeldverfolgung, Drogen, Nachspüren, also ein Riesenaufgabengebiet für den Zoll. Auf jeden Fall ist für jeden was dabei. Also ist ja wirklich von Personal, Haushaltsorganisation, Abgabenerhebung, dann die Prüfungen, Nachprüfungen, Kontrollen, wie Sie schon gesagt haben, Finanzkontrolle, Schwarzarbeit, Ahndung, Vollstreckung, also ist ja wirklich alles dabei. Und Hundeführer kann man auch machen. Genau, das kann man auch machen. Gibt's auch, ja. Das heißt, wenn Sie dann fertig sind mit ihr, sind Sie Anwärterin oder sind Sie dann Zollinspektorin oder wie immer? Momentan bin ich Zollinspektor-Anwärterin, jetzt für die 3 Jahre meines Studiums. Ich habe jetzt ein Jahr knapp hinter mir, bin noch 2 Jahre am Studieren und danach bin ich erstmal Zollinspektorin und das erstmal auf Probezeit verbeamtet für die 3 Jahre. Genau. Zum Zoll gehört auch die Ausbildung an der Waffe. Stört Sie das? Nee, das ist ja gar kein Thema. Das weiß man vorher natürlich, muss man sich darüber bewusst werden, ob das was für einen ist. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, man muss ja nicht in diesen Bereich gehen. Ja. Man absolviert natürlich, egal ob im mittleren oder gehobenen Dienst, am Ende den Sporttest. Aber wenn man den jetzt nicht besteht, dann ist eh quasi dieser waffentragende Bereich raus. Aber wenn man den besteht, kann man trotzdem natürlich sagen, ich möchte nicht in den waffentragenden Bereich. Das ist ja gar kein Thema. Ist aber hauptsächlich auch die Eigensicherung, weil ja, die Klientel, mit der der Zoll zu tun hat, nicht immer die freundlichste ist in diesem Land. Das kann sein. An manchen Stellen ist das vielleicht so, dass da das auf jeden Fall auf die Eigensicherung auf jeden Fall ankommt. Vor allem dann in den Bereichen, wo man im Außendienst ist, denke ich. Genau, aber vor allem jetzt bei mir im gehobenen Dienst ist ja sehr viel auch die Sachbearbeitertätigkeit, die auch zum Großteil dann im Innendienst durchgeführt wird. Da ist das dann, spielt das vor allem, glaube ich, im mittleren Dienst dann eine größere Rolle noch als im gehobenen Dienst. Aber hier natürlich bei mir auch.